Liebe Zeitzer, heute was ganz Besonderes. Es gibt Menschen, die freuen sich, nach Zeitz zu kommen. Herr Mahnke und Frau Mahnke stehen vor dem Objekt, was sie erworben haben. Wir fragen uns als Schule als Zeitzer, warum haben sie es getan? Welche Visionen tragen sie mit? Darf ich zuerst die Frau fragen? Also unsere Vision ist, wir arbeiten in Leipzig mit Künstlern zusammen. Und unsere Vision ist, hier so eine Außenstelle zu erschaffen, damit es wieder hier belebt wird, die Stadt Zeitz. Und die Künstler, die sind auch sehr interessiert, hier sich niederzulassen, temporär, vielleicht auch für immer. Und genau. Kunst ist also ihr Faible, genau. Ihr Gefühl, einfach aus dem Herzen raus. Aus dem tiefsten, ja. Ich bin selber ein bisschen künstlerisch engagiert und Architektur fasziniert uns und Kunst fasziniert uns. Und es ist schön, wenn wir das hier zusammenbringen können. Sie erfüllen dann die Wünsche Ihrer Frau, vorbildlich. Selbstverständlich. Und was sagen Sie zur Zeit und der wirtschaftlichen Sache? Ja, die wirtschaftliche Sache ist natürlich Grundbedingung für jedes Engagement. Der Vorteil von Zeit ist der Leerstand, weil in diesem Leerstand, den wir jetzt auch recht günstig erworben haben, lässt sich hineinwachsen. Und unser Konzept, Räume zu schaffen für Kreativwirtschaft im weitesten Sinne und Künstler im engeren Sinne, geht genau an solchen Orten auf, die eigentlich, sag ich mal, in einer schwierigen Situation sind und starten müssen von ganz unten. Und genau da setzen wir an. Dadurch, dass wir die Objekte zu einem guten Preis bekommen und mit wenig Kosten große Räume zur Verfügung stellen können, schaffen wir eine Voraussetzung, die eben gerade Künstler suchen. Und diese Voraussetzung hat Zeitz. Und die haben nicht mehr viele Städte. Und auch gerade die Menge an leerstehenden Objekten ist für uns der Ausschlag gewesen, gerade nach Zeitz zu gehen. Weil je mehr Fläche man hat, in die die Kreativwirtschaft reinwachsen kann, desto stärker kann die Bewegung werden. Und wir fangen hier an und wir haben schon einige, die mitziehen, sich auch umgucken. Aber natürlich müssen all diese Leute, die sich engagieren, die auch investieren, die müssen entweder selber kommen oder ein Netzwerk mitbringen. Also sprich, Leute haben, die hierher wollen und die auch überzeugen können. Und wir haben eben das Netzwerk, wir selber können nicht hierher ziehen. Wir wohnen in Heidelberg mit unserer Familie. Aber wir haben Ähnliches schon gemacht in anderen Orten, zum Beispiel in Leipzig. Und wir sind überzeugt, dass es auch hier funktioniert. Wie sind Sie in Zeitz aufgenommen worden? Vom Amt, vom Oberbürgermeister, von den Verantwortlichen? Durchweg positiv, ja. Ich denke, es braucht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, dass das Wertvolle oder die Chance wirklich im Leerstand liegt, den es hier gibt, und dass der Leerstand nicht beseitigt werden darf, sondern dass der Leerstand gerade jetzt erhalten werden muss, um die Zukunft, diese Bewegung, die, von der wir Teil sein wollen, zu verstärken und auf ein richtiges Level zu bringen. Hat mir richtig gut getan, das Gespräch freut mich irrsinnig. Und Sie sagen mal ein bisschen was zu Ihrem Kunst, zur Kunstfabel, welche Richtung Ihre Kunstgeschmack hinausgeht. Oder so. Ja. Also wir sind relativ breit aufgestellt mit unserem Kunstinteresse, also von gegenständlicher bis abstrakter Kunst, Installationen. Und ich denke, das ist hier alles möglich, weil es sind große Räumlichkeiten, hohe Decken, wo sich Künstler austoben können, was auch in Leipzig immer begrenzter wird, einfach weil es immer weniger Kultur- oder Industriedenkmäler gibt, die bespielt werden oder auch bezahlt werden können von den Künstlern. Und das ist hier auch die große Chance für uns und auch für unsere Künstler oder alle, die wir kennen, einfach sich hier niederzulassen und sich auszutoben, kreativ, egal in welche Richtung. Und genau. Herzlichen Dank, liebe Zeitzer. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, wie es hier weitergeht. Und jetzt kommt eine kleine Ergänzung von mir. Zeitzer Lupe, Sie kennen mich ja lang genug.
Kreativwirtschaft ist der erste Schritt. Meist kommt was anderes danach. Das heißt immer, kreativ heißt für mich auch nun mal Start-up-Firmen, heißt auch Internet, was wir heute alles hören. Und unser Zeitz liegt eigentlich so fantastisch in der Mitte und das haben viele noch gar nicht verstanden. Auch wir können uns frei und gut entwickeln hier. Und ich glaube, das ist ein ganz guter erster Schritt für unsere Stadt, ist auch mal weitere Wege, eine neue Strategie auch zu entwickeln. Danke euch vielmals. Schöne Heimfahrt. Ja, schöne Heidelberg. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, danke. Tschüss, ihr beiden.